So. Es ist der 3. Mai. Ich bin immer noch ohne Internet und Strom. Als ich heute Morgen aufgestanden bin, war ein sehr emotionaler Moment da. Ich habe über alles nochmal reflektiert. Das ist absolut out of any humanitary being. Ich werde heute was Schriftliches verfassen und eine Aufforderung stellen an die Hausverantwortlichen, sofort den Strom wieder einzuschalten, die saubere Toilette, die vorhanden ist, zu öffnen, um mir Wasserzugang zu ermöglichen. Ich brauche keine Küche. Wir sind kreativ. Ich muss sagen, das ist was, was mich smilen lässt. Vinyl sind nützlich. Sie dienen auch als Teller. Ich habe hier Plastikschüssel, Messer, Kaffeebecher. Ich brauche hier keine Küche, keinen Wasserkocher. Aber was ich brauche, ist Wasser, damit ich Hände waschen kann, trinken kann. Während dem Arbeiten, ich arbeite nicht nur mit Spraytzeug, ich arbeite mit Gips, ich arbeite mit Ölfarbe, ich arbeite mit Pappmaché und ich möchte einen Wasserzugang haben. Und vor allem werde ich auffordern, das Internet wieder zugänglich zu machen, weil ich habe auch ein Recht auf Information. Es ist nicht nur, dass ich nicht arbeiten kann, sondern ich habe Rechte, auf meine Mails aufzumachen, zu checken, ohne Komplikationen. Ich werde euch jetzt mal mitnehmen auf die andere Seite, wo ich mein Strom lade. Erstmal präpariere ich mal das Zeug hier für Oink. Sad Studios, working time. Ich habe mit dem Kollegen so ein bisschen geschnackert. Was bei rauskam ist, die Kunst kennt keine Zeit. Kunst ist die Zeit. Ich arbeite an einem Projekt und erhoffe mir eine Genehmigung vom Ordnungsamt, weil ich glaube, dass das sehr sicher ist, um an die Verbrennung der Bücher zu erinnern. Erstmal die Kabel präparieren. Ich habe jetzt eine Steckleiste, wo alles dran ist. Wenn ich rübergehe, dann muss man kein Kabel suchen, dann muss man nicht Wirrwarr, alles beieinander. Ladestation mitnehmen. Wo ist die andere? Und hier habe ich ein paar Kabel präpariert für später, um jemand in der 5 drum zu bitten, die Kabel runterzuhängen, damit ich Strom habe. Das erlaube ich mir einfach. Und wenn man das Widerstand nennt, dann ist das halt Widerstand. Wenn das außerhalb meines Rechtes ist, erlaube ich mir trotzdem das Recht, weil ich habe ein Recht auf Würde. Hier sind die restlichen Kabel und dann gehe ich rüber. Ich mache mit Absicht jetzt die Türen hier zu, damit man sieht, wie dunkel es ist. Ich hatte heute Morgen so eine Absperrung vorne gemacht, beziehungsweise gestern Nacht. Als ich aufgestanden bin, sehe ich, okay, es ist jemand hier gewesen. Hier hat niemand was zu suchen. Ich bitte darum, mich einfach in Ruhe zu lassen, weil da hinten gibt es gar nichts mehr. Das ist der Raum, wo Tim seine Sachen reinstellen durfte. Wir haben ja nicht genug Raum. Ich kann mir keinen Raum stellen, ne? Es gibt keine Lösung. Wenn alles zu ist, seht ihr, wie dunkel es ist. Wir haben nicht genug Korb. Nein. Für Notsituationen, wir reden jetzt nicht über hierbleiben. Ich will hier raus. So dunkel ist es. Ich mache mal die Tür wieder auf, damit ein bisschen Licht reinkommt und ich wieder reinfinde. Und im anderen Gang hier, auf der anderen Seite, befindet sich auch jemand. Was seine Situation ist, das erzähle ich nicht, soll er selber machen. Aber auch kein Licht.
Das ist der Flur, wo ich mir über 22 Millionen allein wäre. Hi, hi. So. Computer ist jetzt vollgeladen. Das wäre die andere Möglichkeit, bei jemandem einfach vor der Tür zu sitzen, was auch nicht korrekt wäre, den Leuten gegenüber.